Yeah, that sounds interesting. Yeah, for sure we want to come and have a look. Nighttime is the best time, you say. Okay, okay. From Bob Marley. Bob Marley is there. Wow, that's a special duck. Yes, for sure. And Peter Tosh as well. No, that's unbelievable. You sure? Good. Okay. So we give you a call, yeah? I speak to my friend and then... Yes. Yeah, for sure, with camera, everything. Okay. Ein Ruf von einem Typen, der unseren Flyer gesehen hat in Uchi. Und der behauptet allen Ernstes, er hätte Duffys im Haus, was ja okay ist für Jamaika, soll es ja geben. Aber es handelt sich um Bob Marley, Peter Tosh. Und irgendwas mit Janis Joplin hat er erzählt. Muss irgendwie völlig durch sein. Aber gut, wir machen ja jeden Spaß mit. Also fahren wir da mal irgendwie nachts vorbei und wollen mal Video und was vorsehen. So, wir sind hier jetzt auf der Suche nach diesem Geisterhaus. Das ist eins der verlassenen Häuser hier. Ah, das steht schon ganz schön lange leer, glaube ich. Aber das Grundstück ist einfach echt gut. Geil. Dem Ausblick und das geht einmal rum. Das ist schon cool. Aber so geht das hier auf jeden Fall so rum. Und da hinten ist dann wieder das Meer und ich glaube, das ist dann die andere Einfahrt, wo es zum Geisterhaus gehen soll. Also hier tut sich nämlich gerade nichts. War jetzt auch noch nicht drin. So. Geht's da rein? Da, hier ist zumindest eine Tür. Also wie gesagt, wir wissen nicht, ob es das Geisterhaus ist oder nicht. Keinerlei Schwingungen. Boah, hier stinkt's. Ja, da hat wow. Boah, hier stinkt's auch. Ja. Naja. So. Ich stell dir mal vor, wir finden den Toten. Das wäre mal eine Geschichte. Nicola, unsere Tür. Okay, das war's. Hier ist nichts. Naja. Dann müssen wir weiter zum anderen Haus, glaube ich. Tell the people there are doppies inside. Ghosts. Jamaican people are full of pure rumors. I lived in one of those rooms and I never heard no sound. Hier schaut auf jeden Fall schon mal magisch aus. Fort Haldane. Was sagen Sie? 1759 in den General George Harding. So. Also das schaut doch mal auf jeden Fall nach einem Geist. Ja. Dieser wunderschöne See. Herrlich. Und dann vor allem, was mir jetzt gleich aufgefallen ist, das Tor, also das. Ha? Na, irgendwie ist es diese halboffene Tür schön. Auf jeden Fall hätten die Geister eine Aussicht. Also da würde ich, wenn ich hier wäre, auch nicht freiwillig gehen. Ansonsten ist schon alles ganz schön auf. Küche. Ich rauche mal, wenn die Zigarette ausgeht, dann ist hier irgendwas warm. Kann man mal gucken? Ja. Ja, ja. Oh, ja. Hier ist ja nichts.
Taxi to London. When? Oh, yeah. Ah, a lot of rooms, huh? Yeah. Room, but they are deteriorate. The government doesn't repair. Yeah, why not? It's a nice house. I wonder why this government are so. They are, I don't know if they lose or they slacker, but they don't have the money for it, huh? Yeah. Money are limited. Yeah, close. Some more room down there if you want to go over and look at it. Can we go over here? Yeah, you can step right over. And I can make it better. Yeah, bin mir nicht so sicher. Okay. No, this place you got to story, watch your step and walk. Follow me? Yeah. We can't step everywhere here? You can step here. Is okay. Here's okay. In a man car key. So me I say, Jesus Christ, when have I started up there? So me I run to catch a man. Me I run to catch him. I say, oh, sir. And the man I go and see me in back. So by the time him go to the little partner, we come to the open before you can see up our yard. When we reach, I'm going to see man. So I say, Arthur, all right. So I say, yo, the man is working in a car key in a parcel. And I said, no, sir. I say, oh, yeah, sir. And the man, me I run on to catch. If you ask the man, say, if you know up here yet. He said, Junior, you didn't know something for that period of time. What a geister story. We have another place to come where we can go.